Willkommen zurück und weiter geht es mit unserer, naja, schicken, in Anführungsstrichen, Einrichtung. Und ich habe beschlossen, ich möchte doch erstmal schnell einen Pool hier in den Garten bauen. Und zwar finde ich den hier in dem Ausmaße ganz cool. Ja, das muss schon sein. Dann möchte ich den Kies hier gerne noch weiter verlegen, wenn das Spiel sich nicht vorher aufgehangen hat. So. Das ist nicht schlecht. Dann haben wir noch so ein bisschen Grünfläche, die wir noch nutzen können. Halt. So. Und dann könnten wir da so ein paar Blümchen mal hinstellen. Wobei diese Tannen auch ganz cool sind, ne? Ich mag die irgendwie. Die Tannen, die haben was. Stellen wir hier so ein paar Tannen mit hin. Hier sind vielleicht too much Tannen, ne? Wir warten erstmal. Wir können die auf jeden Fall hier irgendwie so in die Einfahrt mal reinstellen, die Tannen. Ja, da stehen die gut. Die Dinger sind auch geil. Nur mal gucken. Hier so drumherum so einen kleinen Laubwald. Dann machen wir hier noch so ein paar Tännchen hin. Ja, der Laubwald ist nicht schlecht. Ja, ist dann wieder ein bisschen zu übertrieben hier, ne? Diese Kirschblütendinger sind schon geil, aber ich weiß nicht. Das hier, ey. Wir packen es in den Brunnen, das ist eine echt gute Idee. So, ich wollte das gerne. Hallo? Muss am Brunnen. Ach so, Brunnen. Ja, okay. Bin schon wieder falsch. Sieht man jetzt irgendwie auch nicht so doll. Das sieht man schon besser. Schön. Okay, ich wollte hier eigentlich noch ein paar Blümchen hinbauen. Da wollte ich mal gucken, was es hier so gibt. Oh ja, diese bunten auf jeden Fall. Wir können auch einfach sowas hier hinbauen, ne? So, dann wächst das hier noch so ein bisschen rein. Das platzieren wir gleich noch mal ein bisschen um hier. So. Irgendwas, was hier noch gut hinpasst. Das ist ja immer nicht so leicht. Hasse das immer, mit Blumen irgendwie zu dekorieren. Ich kann das immer nicht. Muss ich echt sagen, da bin ich nicht so talentiert drin. Hier die noch hin. Ja, das passt hier eigentlich schon ganz gut hin, ne? Jetzt hier so ein paar Blümchen. So. Okay, hier wird es übertrieben. Hier müssen wir mal gucken, wie wir das machen. Nee, das ist too much. So, die finde ich ja auch ganz cool. Aber wir können auch einfach die Bäume hier Bäume sein lassen. Die Maiglöckchen. Lehnen wir hier mal so ein bisschen.
funktioniert eigentlich. Also ich finde, man kann die so gut platzieren. Und das hat so ein bisschen Effekt hier. Das ist ganz okay, das kann man so machen. Ich will mich auch nicht ewig an der Dekoration aufhalten. Das können von mir aus die Leute machen, die da Bock zu haben und nichts anderes zu tun haben. Und die hier unbedingt diese Häuser umbauen wollen, weil das denen nicht zu genug eingerichtet ist. Weil es ja auch, wie gesagt, einfach nur vorübergehend irgendwelche... Oh. Vorübergehend ein paar Buden sind für die Damen. Komm schon. Das funktioniert erstaunlich gut, das hier einfach so wild zu platzieren. Nicht schlecht. Ja, Natur. Natur haben wir geschafft. Wir können ja diese Büsche hier noch hinbauen. Weil hier würde ich den Mülleimer gerne noch hinpacken. Mülltonnen. So, die kommt nämlich hier so in die Ecke. Damit die nirgendwo im Weg steht. Und wenn wir schon mal hier sind, haben wir auch gleich unsere Briefkästen. Die wir auch hier vorne dran stellen können. Nee, ist doof. Wir packen die hier vorne so hin. Ja. Nee. Irgendwie nicht so. Das Ding ist natürlich auch nicht schlecht hier, ne? Wie können wir hier dran kleben? Nicht schlecht, ey. Dann machen wir das. Das sieht besser aus. So, haben wir das Auto hier. Und hier können wir jetzt noch, wenn ich diesen Japano-Kram finde, sowas hier irgendwie mit hinbauen. Ja, das muss ja nicht so übertrieben sein. So. Was auch immer das ist. Granite Falls Busch. Hier ziemlich japanisch sieht es jetzt irgendwie doch nicht mehr aus, aber irgendwie hat das was, deswegen machen wir das mal. Kommt das hier noch in die Mitte? Dann kommt der Baum hier noch in die Mitte. Sehr schön. Dann haben wir das schon mal. So, für die Innendeko. Hier würde ich es auch echt nicht übertreiben. Das an den Fenstern hätte schon was, oder? Wir können es ja hier vorne mal so dran machen. So. Dann machen wir das hier auch dran. Unten brauchen wir nicht, da haben wir Natur. So, haben wir das schon mal. Okay. Die finde ich auch immer ganz cool hier. Gibt es die so mit so ein bisschen Beige? Ja, perfekt. Die können wir nämlich da erstmal so hinstellen, dass wir hier auch mal was stehen haben. Eigentlich ist dieses Ding noch ganz cool.
Aber irgendwie auch nicht. Oh, diese Dinger sind auch nicht schlecht. Die können wir hier mal so in die Ecke stellen. Wild irgendwas dekorieren, das passt schon. Oh, die Riesenblume, ey. Die würde aber hier ziemlich gut. Aber die ist zu groß. Das geht nicht. Das geht leider nicht. Die ist leider etwas zu groß. Oh. Das können wir hier schon mal so auf den Balkon stellen. Oh. Ach halt, wir sind schon wieder in der falschen Richtung. Ja, bestimmt niemandem aufgefallen. Ich suche eigentlich meine Superblume da. Die geht immer, ey. Die kann man immer irgendwo dekorieren, finde ich. Wie zum Beispiel in den Schlafzimmern. Können wir die einfach reinstellen. Und unter die Eingangstreppe. Damit das gefüllt ist. Dafür die Ecke brauchen wir noch was. Ah, da wäre sowas nicht schlecht, glaube ich. Hier, nehmen wir mal so an. Ah, nee, 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 doch nicht. So. Wir müssen es ja, wie gesagt, jetzt nicht übertreiben. So, dann gibt es hier noch eine Menge Hidden Objects, die ich natürlich alle anhabe. Das war so im Nachhinein nicht die beste Idee. Ja, das wird alles too much. Das wird alles too much. Ich will es gar nicht so übertreiben. Ich will eher schlichter bleiben. Da, perfekt. Die habe ich gesucht. Obstschale. Und dann können wir noch so ein Schirmchen aufstellen. Neben dem Pool. Dann habe ich da schon zwei Sessel, wobei diese Korbdinger sind auch nicht schlecht. Ja, nehmen wir mal so grüne Korbteile hier. Okay. Dann brauchen wir jetzt nochmal Einstiegssachen in den Pool. Bauen wir das auch direkt hier mit hin. Ups. So. Dann noch ein Blasenmacher. Ist das der Blasenmacher? Ne, ist die Abdeckung. Dammit, ich wollte den Blasenmacher haben. Da. So. Dann gibt es dieses tolle Muster hier noch mit rein. Und zweimal Bodenbeleuchtung. Dann war das nämlich auch schon mal. Okay. Ich würde jetzt noch ein paar Bilder einfach irgendwo hinhängen, was einem so auffällt, was man gut hinhängen könnte. Oh, das Ding ist geil. Okay, das hängen wir mal hier hin. Schön. In die Küche noch etwas. Ja, das schon mal nicht. Weil dieses Rotwein-Ding sieht auch schon geil aus, aber es passt hier nirgendwo hin. In die Küche. Das geht nicht. Das geht nicht. Das kommt ins Schlafzimmer. Hier hin. Na, das dahin ist gut. Aber die hellere Variante. Das ist, so ist es gut. So. Dann haben wir hier noch sowas. Packen wir mal hier einen Flur. Dann kommen die Berge, die packen wir hier auch mit in den Flur. Dann können wir hier noch was Schönes hinhängen.
Ja, machen wir mal dieses Japano-Bild rein. So, ich habe trotzdem noch nichts für die Küche. Nehmen wir das hier. Gibt's da irgendwie auch was Schickes von? Nehmen wir grün. Grün für die Küche. So, dann gucken wir mal, ob wir jetzt noch so fixen Teppich finden. Ja, etwas größer vielleicht. Ja, der ist schon ganz cool. Der ist fast wieder zu groß. Der hier ist cool. Den können wir auch so nehmen, wie er ist. Perfekt. Sehr schön. Und so würde ich es tatsächlich auch stumpf einfach lassen. Da können die Frauen wohnen, arbeiten, sonst was. Wobei, wir können hier nochmal schnell ein paar Blümchen hinstellen. Da habe ich auch schon welche. Ne, die kann man nicht draufstellen, aber die, ne? Perfekt. So. Dann kann man da noch irgendwas Dekomäßiges. Irgendwas, was uns hier spontan ins Auge springt. Wohlhabender Mond, irgendwas, keine Ahnung. Hier stellen wir auch so einen Obstkorb hin. So. Und wie gesagt, so würde ich es in der Tat erstmal lassen. Ohne Vorhänge. Ne, wobei Vorhänge. Ich mache erstmal diese simplen Vorhänge hier hin. Wir machen diese simplen Vorhänge. Die sind ganz gut. Ich finde, die sind immer neutral. Das ist ganz cool. Und dann haben wir die Bude für die beiden Damen, die wir noch erstellen im Let's Play. Wo die erstmal einziehen können. Sehr schön. So, dann kann ich nur sagen, vielen Dank fürs Zuschauen. Falls ihr mal einen Wunsch habt, was ich auch mal so bauen soll, einfach in die Kommentare. Da machen wir vielleicht auch so ein Let's Bild draus oder so, mal gucken. Und dann erstmal ciao und bis zum nächsten Projekt.